Wunderschönen guten Tag zusammen, mein Name ist Corno und willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth. Ja, wir zocken weiter. Das ist der dritte Part, beziehungsweise eigentlich der vierte. Ein Part habe ich ja gelöscht, weil der einfach viel zu kurz war. Das waren, glaube ich, nur um die 5 Minuten. Und den Run wollte ich euch definitiv nicht antun, auch wenn es vielleicht ein paar Informationen gewesen wären, die waren. Und ich hatte mich, wie gesehen, auch entschieden, auf welchen Kanal ich das hochlade. Ganz normal, auch regulär, auf Corno Live. Und ich würde sagen, bevor ich hier groß weiterlabere, start mir doch direkt. Get in the box. Ja, ich habe ja dieses Mal auch ein bisschen Thema ausgesucht. Jetzt los. Mein Controller regiert jetzt nicht mehr. Momentchen. Naja. So. Keine Ahnung. Ob er nicht regiert hat. Wie sieht die Kamera-Chat schwer scharf? Ich habe mich auch diesmal ein bisschen teilen gestellt. Ich hoffe nicht, diesmal. Ist so unscharf. Ich hoffe, dass diesmal sich die Lautstärke nicht mehr beißt, weil ich habe gemerkt, in den letzten zwei Parts hat sich das ein bisschen gebissen. Und ich habe mir auch diesmal ein anderes Thema überlegt, wie es weitergehen soll, jetzt auf das ganze Thema YouTube und Switch und so weiter. Weil ich hatte ja von über ein Jahr, hatte ich ja bekannt gegeben, dass ich eigentlich aufhöre komplett mit den Let's Plays. Das hat sich ja doch jetzt geändert, wie ihr seht, und das hat sich ja ein bisschen vorher schon geändert. Da habe ich jetzt nur Gameplays hochgeladen, eigentlich ohne meine Stimme nur zwei Videos von Elite Dangerous nicht. Und jetzt wollte ich eigentlich gerade mit ein bisschen euch mit, denke ich mal, bei euch mal ein bisschen mit quatschen, wie das jetzt aussieht, wie ich das jetzt in Zukunft machen werde. Ich würde regulär weiterhin Streams geben, keine Frage, für die Leute, die direkt fragen, ey, hör mal, wird es weiterhin Streams geben? Ja, wird es weiterhin. Im Streamplan wird es trotzdem nicht weitergeben, geben, weil ich mich da einfach nicht wirklich dran halten kann. Weil es hängt ja auch immer von der Lust und Laune ab. Ob ich Lust zum Stream habe oder auch nicht, und genau wie mit den Aufnahmen betrifft, da werde ich mir jetzt auch wie früher einen Tag in der Woche aussuchen, wo ich halt nur streamen werde, aufnehmen werde. Das für die ganze Woche. Okay, gut, das sollte ich jetzt vielleicht später aufnehmen sollen. Schöne Seite. Aber ja. Ich weiß nicht, ob ich das wieder Sonntag machen werde, wo ich für die ganze Woche aufnehmen oder ob ich zwischendurch mal aufnehme. Ich werde natürlich auch bestimmt noch was zwischendurch aufnehmen. Keine Frage, aber nicht mehr so extrem wie damals halt wirklich, dass halt jeden Tag zig Millionen Parts kommen werden. Ich denke mal, pro Tag werden bestimmt zwei Parts kommen, weil die Dateien, die OBS rausspuckt, die sind auch recht sehr klein. Also für das letzte Video für Part 2, das war glaube ich nur 300, 400 MB groß. Und das ungerendert. Ich wollte ja schauen erstmal, ob das überhaupt nicht FPS ist, und das ist es sogar, was mich sehr positiv überrascht hat. Oder dass ich das zu rendern brauche. Und natürlich, da fehlt jetzt noch das Intro. Da bin ich auch noch ein bisschen mit Sony Vegas am rumprobieren, weil da habe ich noch ein bisschen paar Probleme noch, was das betrifft. Weil ich krieg das irgendwie momentan nicht richtig ringgerendert, dass das in normaler Datei ist und nicht in 80 GB Part zum Beispiel sind. Ja, das ist ein bisschen zu groß, weil ich möchte eigentlich schon ein Intro vielleicht vorklatschen und so weiter, aber was sagt ihr dazu? Brauche ich wirklich schon ein Vorintro oder nur vielleicht für jeden neuen Projekt oder so? Was sagt ihr dazu im Ganzen? Schreibt das, wie gesagt, in den Kommentaren. Glaube ich mit der Cam immer noch. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen anlassen. Ich denke mal bis zur fünften Folge. Fünften, ja, verdammt. Fünften, du mieser Penner. Wieso ist denn das da? Leute, das kann nicht aufgebrochen werden. Das ist nice gemacht. Ja, aber wie gesagt, was hattet ihr auf in der Cam? Soll ich das machen? Soll ich das ja nicht machen? Und das betrifft auch genau wie mit der anderen Sache. Wie gesagt, im Stream soll weiterhin die Cam eingestellt bleiben, weil es gehört einfach dazu, definitiv. Und aber sonst halt eigentlich nicht wirklich. Ne, brauche ich nicht. Will ich nicht aufspringen. Geh mal direkt zum Boss, nehmen wir vorher Self noch mit. Ja, wie gesagt, was haltet ihr von den ganzen hier? YouTube, Switch und so weiter. Ist das vollkommen in Ordnung oder doch eher nicht? Natürlich, die Qualität des Mikrofon wird sich definitiv noch ändern. Weil ich kann das ja nach dem Boss, kann ich euch aber kurz zeigen, was hier von der links noch liegt. Ja, genau, ich lasse mich wieder treffen. Zumal wenn ich ein bisschen ruhiger bin. Aber selbst wenn ich ruhig bin. Oh. Jetzt springt er. Ne, doch nicht. Jetzt springt er. Also, schleimt er rum. Der Boss ist eigentlich total easy. Nur ich krieg's halt nicht wirklich hin, ihn auszuweichen. Ja. Weil die kommen so schnell gerade irgendwie, dass ich die nicht wirklich ausweichen kann.
glaube, ich muss den Part schon wieder neu aufnehmen oder ich hänge einfach einen zweiten Run hinterher, weil ich habe ja gesagt, dass ich nicht wirklich immer neue Parts aufnehmen werde, nur weil ich den Run verkackt habe. Weil es kann zu oft vorkommen, das heißt, ich werde vielleicht von 20 Versuchen vielleicht einen Run schaffen. Sagen wir mal grob jetzt einfach. Und was ist zum Glück, was ist das denn? Evil Up. Ah. Hat uns das sonst noch was gebracht? Nee. Nein, hier gibt es den Raum noch nicht. Ja, wie gesagt. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Und ich finde das eigentlich ein guter Schritt. Oh, wieder zurück. Apropos, bevor ich jetzt heute mache. Was ihr gerade seht, wegen einem Mikrofon qualität. Hier, da ist ja mein Großmembran. Ein schönes Rode. Nur ich kann es halt immer noch nicht benutzen. Ich muss es auch noch einchecken, weil ich habe jetzt erstmal ein neues Mischpult gehabt. Das liegt aber nicht an Mischpult, das anscheinend das Mikrofon, das anscheinend was defekt ist. Ich habe auch schon mit Zuman geschrieben, weil ich habe ja zig Millionen Jahre Garantie drauf. Da ist kein blauer Stein. 10 Jahre genau zu nehmen. Die werde ich natürlich auch einfordern. Die habe ich auch getan, das ist kein Problem. Ich muss das nur noch einchecken. Dann wird das schon repariert. Trotzdem ziemlich nervig jetzt an der Sache, dass es wieder länger dauert als geplant. Deswegen müsst ihr euch leider mit der Mikrofonqualität noch was gedulden, auch wenn ich das schon mal für Ewigkeiten im View-Part gesagt habe. Aber ich kann leider auch nichts dran ändern. Und, aber Hauptsache, die Cam läuft, auch wenn ihr ab und zu scharf stellt, wo ich das eigentlich mittlerweile ausgestellt habe. Special und Spheres Up. Oh, das ist nice. Ja, mal schauen, wie es weiterhin wird. Mit der ganzen Sache mit YouTube. Wie gesagt, momentan habe ich auch einfach Spaß wieder am richtigen Aufnehmen. Das hatte ich ja damals nicht gehabt, deswegen habe ich ja auch aufgehört, offiziell. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein Part auf meinen alten Kanal hochladen, dass es weitergeht, aber auf diesem Kanal. Dass halt die Leute da Bescheid wissen, die da mich geschaut haben. Ich bin natürlich da auch immer noch vollwertiger YouTube-Partner bei solche Blade. Wie gesagt, aber es bringt mir halt rein gar nichts, wenn ich da weitermache, wenn ich auch hier weitermachen kann auf dem Kanal, wo gerade bei 81 Abos sind, glaube ich, derzeit. Das ist, mir ist das eigentlich, die Abo-Anzahl ist mir jetzt nicht so wichtig wie früher. Ich hoffe, ihr habt Spaß, ich habe Spaß. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Würde ich mal sagen, also würde ich auch mal schwer behaupten. Ah. Nein, da habe ich mir selbst Schaden zugefügt. Ein ganzes schwarzes Herz abgezogen. Mit der Aktion. Da werde ich genau angeschrieben, aber jetzt, ihr seht das ja gerade nicht. Ich werde ihn gleich nach dem Part zurückschreiben. Oh, ich habe Lazarus freigeschaltet. Ey. Okay, gut, ich schreibe ja mal kurz zurück. Ihr seht das ja nicht. Habe ich mal zurückgeschrieben. Gut, dass wir auch die schwarzen Herzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde, glaube ich, keins nehmen, weil ich mir sind die Herzen einfach zu wichtig. Melde mich gleich. Sehr professionell hier mit dem Aufnahmen zu schreiben. Ja. So. Ach, ich hätte nach den Sequel-Blumen schauen können. Nee, ich falle Idiot. Gut, jetzt weiß er Bescheid. Das nächste Mal stelle ich mich einfach offline beim Aufnehmen, würde ich sagen. Ja, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Was habe ich denn zuletzt diskutiert? Ja, genau, wie es mit YouTube und Twitch weitergeht. Wie gesagt, bei Streams wird es weiterhin geben. Ich denke mal, pro Tag wird es mindestens ein Part geben, wenn nicht zwei. Es werden auch natürlich andere Projekte kommen, wie ich das auch im ersten Part gesagt hatte, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das im ersten oder im zweiten Part war, ist ja egal, ich habe es ja schon mal gesagt gehabt. Aber was für Games und so, das weiß ich halt noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Was habe ich noch nicht geschaut? Momentan habe ich einfach Lust auf Isaac. Allein weil ich da gut labern kann eigentlich. Natürlich gibt es auch in anderen
spielen, keine Frage. Aber muss ich erstmal schauen, weil ich will auch noch schauen, dass ich andere Spiele an der Sonne bekomme, wie zum Beispiel Resident Evil 1, das Remastered Edition. Und auch genau wie andere Horror Games und so. Ach Gott, scheiße. Jetzt brauche ich noch Toxic Splash Damage. Das wäre schon nice eigentlich, wenn ich das jetzt bekommen würde. Ja, wie gesagt, mal schauen, was ich machen werde. Horrorspiel definitiv. Aber was ich auf jeden Fall nicht machen werde, ist Outlast nochmal. Wenn das einmal gleich. Was ist das denn für ein Item? Das kenne ich ja mal gar nicht. Rainbow Buddy. Ah, ich guck's. Random Tränen, anscheinend schwarze und Bluttränen. Okay. Nicht schlecht. Boah, kann ich das irgendwie. Kann man, ist schon auf 100%. Nee, ganz höher stellen. Ihr seht da sowieso keinen Unterschied. Nur, dass ich das mir ein bisschen höher mache. Weil ich sehe kein Stückchen. Oh, schon viel besser. Oh, super angenehm. Bei YouTube verarbeitet das ja nicht so gut. Na, ich hätte auch jetzt doch das öffnen können. Oh Gott, ich darf nicht einfach so stehen bleiben. Nicht einfach so stehen bleiben vom Gegner. Weil hat gerade die Fliege an mir geklebt. Jetzt hätte ich jetzt zum Beispiel ein Herz oder auch zwei Herzen geopfert, hätte ich jetzt nur noch eins und drei Seelenherzen. So habe ich immer noch sechs. Und das ist halt definitiv wichtig. Ja. Der ist verliebt. Also. In dem Rainbow, glaube ich. Also kann ich schlecht treffen mit hier. Haben sie mal hier vielleicht. Oder so. Was haben wir im Duellraum? Drei Kisten. Nein. Das wird bestimmt ein Bosskampf sein. Ja, das ist gut, wenn die getroffen werden, wenn sie anscheinend verliebt. Zu wissen. Und die Schwarzen, die verslauen. Das ist noch besser zu wissen. Ja. Eine Treubombe. Nett. Wir könnten aber mal schauen, ob der da ist, weil wir haben ja genügend Bomben. Nein, schon mal dann nicht. Ja. Ich werde auch, glaube ich, auch nochmal die Dark Souls reinmachen, beziehungsweise von Demon's Souls anfangen, weil PS3 habe ich ja. Aufnehmen werde ich dies aber mit, nicht mit OBS, weil mir fehlt einfach noch der HDMI-Splitter dazu, dass ich das ruckelfrei aufnehmen könnte. Weil ich muss da eine Monitoraufnahme machen dafür. So, okay. Und sonst haben die HDMI-Splitter umgeht halt einfach diese Capture-Funktion. Weil du kannst halt nicht aufnehmen, das geht halt nicht bei der Konsole. Da ist wie so ein Stream-Schutz drin. Und diesen HDMI-Splitter umgehst halt einfach diese Funktion. Bei PS4 ist das halt, kannst du es an- und ausschalten. Bei der PS3 gibt es das leider noch nicht. Also deswegen ist das ganze Sache auch ein bisschen von der Konsole ein bisschen schwierig zu streamen. Schau mal, ob ich das nicht doch vielleicht anders irgendwie hinkriege. Ah, hä? Kann ich ja nicht rum. Achso. Ich glaube, das wäre ein Buddy von mir. Was haben wir denn da? Denk mir. Die Frage, was das für ein Item ist. Ich nehme mal kurz die Pille. Speed up, das ist okay. Nein, ich spende nix. Oder? Ja, komm, die vier. Die kann ich spenden. So. Damit ich auch ein bisschen höher komme. Da könnte auch der Geheimraum sein. Nein, ist aber nicht. Der könnte hier links sein. So, da bin ich wieder. Warte mal. Bin ich gerade geflogen? Ah, verdammt, warte mal, ich muss. Sag jetzt nicht, ich habe außerdem die Karte benutzt. Sag jetzt nicht, ich habe die Karte außerdem benutzt. Ja, fuck. Hab ich. Naja. Kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ach, ich wollte gucken. Ne, kann ich nicht, weil da ist keine Möglichkeit dafür. Megamio, aha. Was hat denn der nochmal gemacht? Ach ja, diese Kreise. Ja, schieß doch! Ja, geil.
relativ gut wie bei jedem getroffen worden bin. Dass ich alle meine extra Herzen weg habe. Sehr geil. Also habe ich noch anderthalb, sonst wäre ich jetzt tot. Und der Part wäre wieder vorbei. Range up, yay. Ich schau mal, ob da ein Secret Room ist. Nein, hier unten. Nein, okay. Und dann gehen wir am Recken. Nichts, das müsste die vorletzte sein. Vor Marmsheim. Noch die, dann noch eine und dann bin ich erst in Marmsebene. Öffnen. Oh. Haben wir noch ein halbes Herz legen? Schauen wir mal. Glück, nein, okay. Hätte ja sein können, dass da was ist. Ja, ja. Ich merke gar nicht, dass der Stein mich blockiert hat, aber okay. Machen Bombe. Ja, geil. Ich sage ja beim Aufnehmen. Klappt das kein Bein. Bis auch. Beim letzten Mal, im letzten Stream hat das nicht wirklich geklappt. Ja, man kann es auch dezent übertreiben. Weil das ist ja Normal Mode, nicht der Hard Mode, ne? Muss man dazu noch erwähnen. Ja. Naja, ich bin ziemlich schon tot. Sag ich doch. Yay. Wie lange ist dieser Part gegangen? Wir haben 17 Minuten. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, ich schreibe das nochmal zu einem Fail-Part und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein! Mm-hmm.